Einen schönen guten Morgen wünschen wir aus Wien. Herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar aus unserer Office 365 Webinar-Serie. Heute zum Thema schöne Dokumente zum Anfassen auch im Digital Workplace. Und dafür haben wir uns einen Experten geholt für Dokumente, nämlich den Johannes Linder. Servus. Hallo, Bernhard. Ausnahmsweise kein Cosmo-Mitarbeiter, sondern Ja, eben wirklich genau. ein Dokumentenexperte. Du bist von der Firma Docs42 und ihr seid spezialisiert auf das Thema Dokumentengenerierung im Modern Workplace. Genau, ja. Was bedeutet das genau? Was macht denn die Docs42? Ja, zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute hier zu sein. Gerne. Und ja, bei Docs42 geht es um Dokumentengenerierung. Und die Herausforderung an Dokumentengenerierung ist, es gibt einfach so viele verschiedene Systeme und auch die Erstellung ist nicht so wirklich intuitiv. Und da haben wir einen gänzlich neuen Ansatz gewählt. Ja, und der funktioniert jetzt auch schon seit einigen Jahren mit einigen schönen Kunden, auch mit euch. Wunderbar. Ja, und da werden wir heute ein bisschen was vorstellen, auch dann live-demo-technisch später. Und ja, bin sehr gespannt auf die nächsten 30 Minuten gemeinsam. Ja, sehr gut. Dein Jobtitel bei der Docs42 ist ja Technical Evangelist. Was kann ich mir darunter vorstellen? Du bist, glaube ich, viel bei Kunden draußen. Was bekommt ihr für Feedback? Ja, also Evangelist hat ja grundsätzlich mal nichts jetzt mit einer religiösen Seite zu tun. Okay. Auch könnte man bei Johannes natürlich vermuten, aber grundsätzlich bei uns geht es einfach viel darum, zu Themen zusammenzutragen, was passiert bei den Kunden, was sind die Anforderungen, was sind auch gewünschte Features, wo liegt der Mehrwert? Und ich denke, wir sehen da so eigentlich drei ganz wichtige Punkte bei der Dokumentengenerierung, die wir auch beim Kunden dann immer wieder sehen, die für uns eine sehr, sehr wichtige Komponente sind. Und zwar, also bei der Dokumentengenerierung muss man sehr, sehr flexibel sein, weil es ist so ein bisschen so früher gab es ja immer diese Applikationen, die waren riesengroß und konnten alles, ERP-System etc. Und insofern ist es für uns auch wichtig, sehr, sehr flexibel auf viele verschiedene Datenquellen zuzugreifen können. Und ich denke dabei an einer Dynamics AX, einer Dynamics CE, CRM, AX, Finance and Operations, wie sie jetzt dann halt alle in der Cloud auch heißen. Natürlich gibt es auch Themen wie SAP einbinden, SharePoint einbinden, SQL einbinden, Excel-Listen einbinden. Und wir versuchen halt an einer zentralen Stelle alle diese Datenquellen zu verbinden und bekommen so sehr große Flexibilität zusammen. Ich denke, bei den Dokumenten ist auch die Herausforderungen, die wir bei den Kunden oft haben, die Dokumente selbst sind ja auch sehr, sehr mächtig, insofern, dass es auch komplexe Anforderungen gibt. Wie bringe ich Bedingungen rein? Wie komme ich zum Beispiel zu Barcodes? Wie kann ich Bilder reinziehen? Und das eben aus den verschiedenen Systemen. Und unsere Antwort darauf ist, wir versuchen damit ganz was Mächtigem zu arbeiten, das aber zugleich auch noch im besten Fall intuitiv ist. Das ist nämlich Microsoft Office, Okay. weil jeder von uns arbeitet natürlich mit Microsoft Office im Alltag, Word, Excel und PowerPoint und genau dafür haben wir auch Integrationen. Das heißt, jemand, der sich zum Beispiel auch mit Excel sehr gut auskennt, kann auch Dokumente designen im Docs42 und dort auch sehr flexibel eben die anfangs angesprochenen Datenquellen problemlos einbinden und somit sich seine Dokumente zusammenbauen. Ich habe jetzt einige sehr wichtige Argumente rausgehört. Ja. Das erste, was du natürlich sagst, ist, wir haben unterschiedlichste Datenquellen, was ja genau den Zeitgeist trifft. Ich habe ja nicht mehr ein großes monolithisches System, sondern viele kleine Programme. Und dennoch möchte ich natürlich ein Dokument in diesem Fall aus diesen unterschiedlichen Datenquellen rausziehen. Das, glaube ich, ist ein großer Mehrwert. Und was natürlich auch das Thema ist, wo du sagst, das Ganze muss intuitiv einfach sein. Du sprichst jetzt wieder an Office. Es gibt eh so viele neue Tools im Modern Workplace, aber ihr sagt quasi mit den Office-Tools, mit denen man vertraut ist, mit denen man gut arbeiten kann, Word, Excel, PowerPoint, Ja. da integriert sich unsere Software und da kann ich dann ganz einfach aus diesen unterschiedlichen Systemen Dokumente generieren. Also ich glaube, das trifft sehr gut. Ja, und ich denke auch, der Modern Workplace ermöglicht ja auch das, was jetzt eigentlich auch die Trends in IT sind. Es gibt nicht mehr so eine Lösung für alles, sondern man hat verschiedene Bausteine. Und ich denke, für den User ist es extreme Arbeitserleichterung, wenn der im Hintergrund einen Baustein hat, den er vielleicht gar nicht kennt. Zum Beispiel eben Docs42 für die Dokumentengenerierung. Der ist nach wie vor in seinem AX, drückt auf einen Button, der ist in seinem CE, drückt auf einen Button, da kommt einfach ein schönes PDF, ein schönes PowerPoint oder was auch immer raus. Und somit kann man quasi das Beste aus allen Welten nutzen. Jetzt haben wir schon in den ersten 5 Minuten sehr oft das Thema oder den Begriff Modern Workplace Ja. verwendet. Ja, der wird ja fast ein bisschen überstrapaziert jetzt momentan. Aber was sicher eine Komponente dieses ganzen Themas ist, ist ja eigentlich wegzugehen von klassischen Dokumenten, keine Fax mehr zu schicken, sondern eben digital zu arbeiten. Und jetzt reden wir aber plötzlich über das Thema Dokumentgenerierung in Ja. einem Modern Workplace. Also auf den ersten Blick wirkt es für mich wie ein totaler Widerspruch. Ja. Wie siehst du das? Ja, super Frage. Danke.
Ich glaube, es ist eine Frage des Prozesses. Im Endeffekt, du hast eine Generierungsengine für Dokumente, das ist zum Beispiel Docs42. Mhm. Und wir werden das später in der Live-Demo sehen. Also es gibt vielleicht einen komplexeren Angebotsprozess, nehme ich mal als Beispiel. Ja. Du hast Informationen im SharePoint, du hast ein bisschen was in Dynamics CRM. Vielleicht nimmst du da noch irgendwo Excel-Informationen rein oder wo auch immer. Und dann entsteht zum Beispiel ein Dokument, das dann an einen Kunden geschickt wird, in einem schönen PDF-Format, weil es auch rausgeht, der hat ja keinen Zugriff auf meine Systeme. Insofern ist das dann ein Stichtag. Und an dem Stichtag entsteht ein Dokument. Ja. Und das ist bei einem Vertrag wichtig, das ist bei einem Angebot wichtig, das ist bei einer Rechnung wichtig. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo das Dokument generiert wird, kann es zum Beispiel zum einen an den Kunden geschickt werden. Für mich selber intern möchte das aber noch in einem SharePoint ablegen mit entsprechenden Metadatenverschlagwortungen, möchte vielleicht auch in dem CM entsprechende Aktivitäten anlesen, damit das einfach alles nachvollziehbar ist. Zugleich ist das aber sehr, sehr oft manuelle Arbeit, die passiert. Und genau an dem Punkt haken wir ein, zu sagen, eigentlich kann man das Dokument zum einen an den Kunden verschicken, ich speichere es im SharePoint ab, per E-Mail wird es auch noch irgendwo bearbeitet, intern kommt noch irgendwo in ein anderes System rein. Und ich denke, damit kann man so das Beste aus allen Welten verheiraten. Und wir haben sogenannte Output-Actions, Output-Möglichkeiten, die eben genau das unterstützen. Man kann selbst entscheiden, möchte ich das jetzt per E-Mail schicken, möchte ich es in SharePoint speichern, was auch immer mit dem Dokument passieren soll. Das heißt, Dokument ist nicht gleich, ich drucke es aus, sondern ein Dokument ist quasi, wie du sagst, das Festhalten von Informationen zu einem bestimmten Stichtag und mit jemandem diese Information teilen, der vielleicht nicht in meinen Systemen ist. Ja, dann verstehe ich das auch und das löst natürlich diesen Widerspruch dann wieder etwas auf. Und wir haben ja genug Tools im Modern Workplace-Bereich, die sich um das Thema Dokumente, also unstrukturierte Informationen dann kümmern, wie eben der SharePoint oder Teams. Das heißt, eigentlich passt ja besser zueinander, wie man eigentlich im ersten Augenblick glauben würde. Ja, absolut. Also ich denke, das Coole ist auch, dass die Hardware da mehr mitzieht, nämlich, weil inzwischen kann man jetzt sagen, passt, ich schicke das Dokument per E-Mail raus, habe irgendwo einen Platzhalter für digitale Signatur. Jemand bekommt es zum Beispiel per E-Mail, kann es dort öffnen, mit seinem Pad am Laptop kann es schon unterschrieben werden, super. Zum Beispiel. Die digitale Signatur wird sofort wieder zurückgeschickt. Das Dokument verlässt die digitale Welt eigentlich nie und bettet sich ein in die ganzen Prozesse und im Endeffekt habe ich dann einfach mehr Zeit, zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder das Angebot nehme, mehr Zeit dafür, dass ich dann in Qualität zum Beispiel mit dem Kunden sprechen kann. Und das Angebot selbst zu generieren, ist nicht mehr die so am Abend manuell schnell Copy-Paste-Arbeit, sondern das nimmt es mal ab. Okay, das heißt, wenn ich jetzt zusammengefasst habe, was sind einmal die Highlights sozusagen, die Automatismus sozusagen, diese unterschiedlichen Systeme, die Office-Integration und was würdest du noch sagen? Das ist so das Highlight von Docs42, ja, was wir uns gleich anschauen. Also ich glaube, es ist die Kombination. Ja, einerseits die Flexibilität, auf viele verschiedene Datenquellen zuzugreifen und andererseits aber das Design wirklich in Office zu haben. Okay, super. Das heißt, das ist auch nicht notwendigerweise eine IT-Ressource, sondern zum Beispiel, wenn man in der Fachabteilung weiß, wie sein Vertrag aussieht, dann kann ich sagen, an dem Teil im Vertrag soll auf Basis einer Bedingung etwas reinkommen oder nicht. Früher oder bei den Oldschool-Varianten muss man zur IT rennen, das muss programmiert werden und damit kann man halt sagen, dieser Bereich markiert dann einfach, sagt, der hat eine Bedingung und das ist zum Beispiel, wenn der Vertrag nach Deutschland geht, habe ich andere Vertragsbedingungen. Zum Beispiel, genau. Und damit kann man das dann auch nämlich vom Prozess her in andere Ressourcen reinlagern, die aber auch wissen, was da reinkommt. Passt, perfekt. Jetzt haben wir genug drüber gesprochen, jetzt will ich sehen und wahrscheinlich wollen es auch die Zuschauer sehen. Also teil du bitte mal deinen Bildschirm. Sehr gerne. Und während du das machst, wie immer die Aufforderung an Sie. Sie haben die Möglichkeit, im GoToWebinar Fragen zu stellen und diese Fragen sehen wir dann hier am Monitor und werden wir am Ende des Webinars gesammelt beantworten. Und ich sehe auch schon deinen Bildschirm, das heißt, technisch dürfte alles funktionieren. Dann zeig uns mal, was du hier vorbereitet hast. Genau, also kommen wieder zu dem Angebotsprozess zurück. Wie gesagt, das kann man ähnlich wie für Verträge machen, für andere Systeme, was auch immer man damit machen möchte. Und in unserem Fall haben wir die Anforderung, ein Angebot kann ja auch komplex sein und mehrere Informationen beinhalten. Ja, ist meistens so. Genau. Nehmen wir mal zum Beispiel eine Brücke, die kostet ein paar Milliarden. Fangen wir gleich groß an. Genau. Ja. Oder zum Beispiel in unserem Fall diese Solarpanels. Okay. Jetzt habe ich da meine Produkte, das ist im CRM, viele Informationen, die da drinnen sind. Meine Produkte, wie man es da sieht, habe auch Angebots-ID, wer ist der Ansprechpartner, bis wann ist das gültig und so weiter. Genau, das ist Standard, Dynamics CRM oder CE, wie es heißt quasi. Das heißt, jemand, der damit umgehen kann und dieses Tool im Einsatz hat, kann produktiv damit arbeiten. Genau. Absolut, genau. Wir sind auch nochmal nach wie vor komplett im Standard. Aber alle, die damit arbeiten, wissen auch, Dokumentengenerierung ist zwar in den letzten Jahren besser geworden, ist aber jetzt nicht das Highlight.
ja, genau. Also, was kann man da machen? Ja, jetzt haben wir gleich mal die erste Anforderung. Ich möchte ein bisschen an dem Dokument arbeiten und diverse Bausteine reinladen. Und da kommt mal eine Kombination mit SharePoint zum Beispiel ins Spiel. Okay. Und ich habe da eine SharePoint-Bibliothek. Da sieht man auch, das ist zugeordnet zu dem jeweiligen Angebot. Verknüpft. Mhm. Genau. Und da drinnen gibt es 4 Dokumente. Und die Dokumente kann jetzt zum Beispiel der Vertrieb bearbeiten. Da gibt es zum Beispiel ein Angebot, das man mit reinladen kann. Dann gibt es da auch eine PowerPoint-Präsentation, die man mit reinziehen kann, war vielleicht vor Ort. Und all diese individuelle Informationen möchte ich auf einmal gesammelt reinziehen. Okay. Lade die dann einfach da in diesen SharePoint rein. Dann gibt es da auch noch eine Beschreibung zu zum Beispiel dem Standort, wo das hinkommt, was sind die Sonnenstunden, was sparst du dir. In dem Fall zum Beispiel auch mit diesen Angeboten oder mit diesen Solarpanels. Und abschließend im Excel, damit der Vertrieb sehr, sehr flexibel dann sagen kann, ich möchte da zum Beispiel meinen Service, meine Dienstleistung reinschreiben. Dann gibt es da diverse Informationen, die da reinkommen und würde jetzt zum Beispiel dort irgendwie sich was ändern und ich hätte auf einmal da 13 Stunden, dann rechnet das Excel rechnet das natürlich ganz normal, genau, also ganz normales Excel. Das heißt, jetzt zu diesem Augenblick haben wir 5 unterschiedliche Datenquellen in Wirklichkeit, die eigentlich bis auf das, dass sie zu diesem Angebot verknüpft sind, noch nicht recht viel miteinander zu tun haben. Genau, ja. Aber alles Word, Excel, PowerPoint, wie man sieht, das heißt, der ganz normale User kann das bearbeiten, kann da jetzt diese Kalkulation ändern. Genau, ja. Und alles, was ich da auch in zum Beispiel Word-Dokument bearbeite, geht dann automatisch. Und natürlich würde das in dem Fall haben wir jetzt ein Cloud-Szenario, also sprich in dem Fall halt mit CE und SharePoint Online, würde natürlich genauso auch mit On-Premise-Systemen funktionieren. Also wenn ich jetzt einen SharePoint 2019, 16, 13, was auch immer habe im Hintergrund und der soll da kommunizieren mit einem On-Premise- oder Cloud-System, würde das auch funktionieren. Okay, habe ich verstanden einmal soweit. Dann gehen wir mal zurück zu unserem Angebot und in diesem Angebot gibt es jetzt dann die Anforderung eben jetzt, ich möchte jetzt, bin ich fertig, möchte mein Angebot drucken. Okay. Dann haben wir da unten ein paar Möglichkeiten drin, mit Docs 42 zu arbeiten. Das kann auch oben im Panel sein. Ja. Also das ist im Endeffekt flexibel, je nachdem, wie man es aus dem Prozess heraus ideal machen kann. Und wenn ihr da zum Beispiel jetzt auf dieses Generate PDF-Code draufklicke. Aber CJ, ich kann da jetzt, kann ja viel machen. Ich kann jetzt sagen, eben PDF, was du jetzt gerade geklickt hast, ich kann wieder ein Word draus machen aus dem Ganzen, ich kann es in den SharePoint abspeichern, ich kann es per E-Mail senden. Also ich habe quasi sehr viele, wie du vorhin gesagt hast, Möglichkeiten, das Ganze zu verwenden. Mhm. Ja. Und jetzt hast du halt PDF ausgewählt, jetzt kriegen wir ein PDF-Dokument. Genau. Okay. Das ist ja genau der Punkt. Danke nochmal für den Rückblick. Ich denke, da ist auch der Prozess dahinter. Und jetzt in dem Fall haben wir auch die manuelle Interaktion. Das könnte man auch automatisieren. Also wir haben es ein anderes Szenario auch auf Basis von diesem CM-Datensatz. Da wird dann automatisch, wenn was verändert wird, direkt ein Flow angesteuert. Ah, okay. Oder ein anderer Workflow-Tool. Also da sind wir sehr, sehr flexibel. Haben nämlich selbst auch von uns eine technische Webservice-Schnittstelle, die dann flexibel mit den Kundensystemen interagieren kann. Ja, und in dem Fall haben wir jetzt mal das erste Szenario. Okay. Das einfachste Szenario, ich speichere es mir jetzt lokal auf die Platte sozusagen. Genau. Und zack, hier ist das Angebot. Okay. Und jetzt sehe ich schon, dass jetzt diese unterschiedlichen Datenquellen alle reingemerged wurden sozusagen. Genau. Das heißt, oben haben wir jetzt dieses eine Word gesehen. Genau. Dann haben wir hier die CRM-Daten, die wir eingegeben haben. Das kommt quasi aus dem CRM. Genau. Okay, cool. Und dann geht es da weiter. Das ist die Berechnung, die wir im Excel gemacht haben. Genau, wir haben ja zum Beispiel auch die Stunden auf 13 reduziert. Ja. Das ist natürlich dann da schon wieder drinnen. Okay. Dann geht es da unten weiter mit dem PowerPoint. Und das PowerPoint. Genau, kommt auch noch rein. Ja. Und am Ende noch das Word-Dokument. Ja. Und wenn jetzt das an dem Dokument oder in diesem Dokument irgendwas verändern würde, würde das natürlich gleich wieder übernommen werden. Okay. Da würden wir halt ein bisschen den Rahmen sprengen. Das ist perfekt für die Zusammenfassung. Quasi, ich habe unterschiedliche Dinge getan. Ich war beim Kunden vor Ort, ich habe mir eine Präsentation gezeigt. Ich habe vielleicht durch eine andere Abteilung vorbereitete Textblöcke und ich habe im tatsächlichen Doing, dass jemand gesagt hat, ich brauche diese drei Elemente im CRM. Ich drücke auf den Knopf und ich kriege quasi eine Zusammenfassung, die ich dann, wie du vorhin gesagt hast, automatisiert dem Kunden schon schicken kann. Genau. Und ich denke, zum Beispiel auch das, was im SharePoint drinnen ist, das können auch verschiedene Personen sein. Ich denke jetzt an eine größere Organisation, derjenige, der den zum Beispiel technisch einschult und den Ansteckplan hat und das Ganze dann in einem PowerPoint zusammengefasst hat, der schiebt das einfach rein, dann in dem Fall in den SharePoint hinein und der Vertriebler, der aber nicht weiß, was da eigentlich genau passiert ist, hat aber trotzdem das PowerPoint drinnen und somit auch dran. So einfach ein Dokument, wo alles summiert ist, einfach eine tolle Info an einer Stelle, alles zusammengesucht, ohne manuell kreuz und quer herumzukopieren, irgendwo zu chatten, kannst du mir das bitte noch schicken oder ähnliche Themen. Ja, oder viele Anhänger, die man dann zusammenziehen muss ins E-Mail. Genau. Es ist quasi ein Dokument, da ist alles drinnen mit dem aktuellen Status. Genau. Habe ich verstanden, gefällt mir wirklich sehr gut.
Ja, und die Frage, die wahrscheinlich dann auch aufkommt in der Stelle, wo bauen wir sowas zusammen, wie schaut das genau aus? Und dafür haben wir in dem Fall eine SharePoint-Bibliothek. Also klickt da mal ein bisschen durch, ob das jetzt Classic, Modern, was auch immer das ist, ist für uns Ja. letztendlich egal. Und da sieht man auch schon Es eine ist, glaube ich, Sache. auch, SharePoint ist natürlich prädestiniert für so Vorlagen, aber es muss ja nicht einmal SharePoint sein. Ich kann es ja theoretisch, wenn man vorhin von einem On-Premise-Szenario gesprochen, diese Vorlagen können auch im Filesystem liegen. Absolut, genau. Okay. Und ja, in dem Fall haben wir zum Beispiel hier diese For Sales Templates, CE, und da oben sieht man auch schon das erste Mal, da gibt es auch Finance and Operations Ah, Templates. okay. Und ja, da kommen dann auch später dann beim zweiten Teil der Live-Demo dazu. Aber genau das Gleiche, was wir jetzt eigentlich in CE machen, 1:1 funktioniert es eigentlich auch dann im Finance and Operations. Und der Vorteil jetzt auch für diejenigen, die auf Docs 42 setzen, das ist nicht mehr ein Tool, also nicht mehr viele Tools, wo jeweils dann programmieren muss, zum Beispiel mit SSRS, Word Automation Services oder ähnliches, sondern kann da viel verheiraten. Okay. Und ja, da sehen wir auch schon ein PowerPoint-Dokument drin, das werden wir auch noch gleich generieren, Ja. aber jetzt mal zuerst noch. Okay, das ist jetzt die Vorlage eben, wie du sagst, für dieses Dokument. Und da Genau. braucht es jetzt einen eigenen Docs 42 Editor? Na, offensichtlich nicht, weil es geht das Word auf. Genau. Okay. Ja, und das ist auch also das, was ihr jetzt macht dann in diesem Szenario, das machen im Dokument dann normalerweise nur noch sehr wenige. Und wir haben da bewusst auch jetzt mal alle Logins gelassen, um auch da zu zeigen, wir befinden uns da gänzlich in Office 365 und haben da mehrere Security Layers auch von Office 365. Somit bin ich da wirklich mit. Der User darf nur das, was er sonst so in Office Ja, weil 365 es sein darf. eigener Login ist. Genau. Aber du Und verbindest dich jetzt quasi live zu den Datenquellen. Ah, genau. okay. Und habe da jetzt mal schon so blaue Datenfelder und schaut schon ein bisschen aus wie das PDF, was wir gerade gekriegt haben. Aber um das Ganze mal zu zeigen, generiere ich das da oben jetzt. Dann gibt es da Okay, das einen. heißt, du kannst es auch aus dem Word generieren. Also jetzt haben wir Genau. vorhin gezeigt, aus dem Programm raus, also für denjenigen, der die Vorlage macht und testet, oder auch für jemanden, der sagt, okay, ich will eigentlich nur aus dem Word raus generieren, könnt ihr auch immer wieder da auf Generieren klicken, das Angebot dann hier auswählen und bekommt halt dann das Dokument angezeigt. Ja, absolut. Okay. Und das macht es auch, wenn jemand zum Beispiel mal das testen möchte, macht es sehr, sehr einfach, den ersten Test zu starten, weil Ja. es würde auch theoretisch in vielen Szenarien nur in diesem Word-Dokument funktionieren. Und das, was da im Word dann funktioniert, kann man dann halt serverseitig automatisieren. Okay, cool. Und insofern hat man da sehr, sehr flexibel die Ja. Möglichkeit. Und falls wir irgendwann auch noch zur Lizenzierung kommen, die geht auch in die Richtung, dass man da sehr modular sich zusammenstellen kann, was man eigentlich möchte. Ja, okay, super. Und jetzt kann ich da einfach Okay. Das sind jetzt sagen, unsere alle Quotes aus Angebote, dem die wir CRM, haben, genau, genau. da gibt es Also die Solar Panel Solarpanels, wieder. die nehmen wir wieder, generieren die in dem Fall lokal, jetzt werden wieder live aus den diversen Systemen die Dokumente gezogen, die Inhalte, aber auch die Dokumente gezogen und kann in dem Fall einfach mal das lokal testen. Alles, Okay. was ich jetzt natürlich in diesem Dokument bearbeite, ist auch automatisch wieder im CE drinnen. Also würde jetzt, oder können wir gerne machen, nochmal kurz irgendwo Farben ändern oder ähnliches oder auch Ja. Bedingungen. Dann kommt man genau Ah. auf das und Ja, der das ist Button jetzt ist im wieder unser Hintergrund wieder. Dokument, nur dieses Mal ist der Word. Genau. Ah ja. Und würde natürlich, den Button haben wir vorher gesehen, also wenn zum Beispiel der Prozess es verlangt, dass das Dokument dann auch noch als DocX bearbeitbar sein soll, dann kann man das natürlich auch als DocX wieder rausbekommen. Diese Anfrage bekommen wir tatsächlich öfters, dass die Leute sagen, so automatische PDF-Generierung ist toll, aber teilweise stimmt es halt nicht zu so 100% mit den Seitenumbrüchen und so weiter und so fort. Das heißt, die einfachste Lösung ist zu sagen, okay, ich generiere mal ein DocX, ich kann das noch nachbearbeiten und schicke das quasi dann von dort raus und habe halt diesen manuellen Zwischenschritt, wenn ich mal 100% sicher sein will, dass die Formatierung passt. Ja, absolut. Super. Du hast Ja. da ein super Thema angesprochen, nämlich was diese Seitenumbrüche im PDF. Das ist ein bisschen so diese programmatische Probleme, die oft dann so ein bisschen mit diesen Nicht-Word-Designern zu tun haben. Und bei uns ist auch das Word-Dokument und das PDF-Dokument immer ident. Das heißt, das stimmt da überein von den Super. Seitenumbrüchen. Das Okay. ist, Da gibt es keine genau, Konvertierungsprobleme oder gibt es sonst keine irgendwas. Okay. Konvertierungsprobleme. Oder in der Softwareentwicklung sagt man niemals nie. Vielleicht kommt es ja noch irgendwann, aber im Moment haben wir da keine Aber ihr Probleme. entwickelt ja ständig weiter, Genau, also von ja. dem her. Und Sehr ich cool. denke, das Entscheidende ist halt dann oft so diese 80-20, 80% der Dokumente passen als PDF. Könnt ihr zum Beispiel da ja auch, so wie wir es im System haben, die Option zur Verfügung stellen, mag es als PDF oder Ah, möchte es als ja. DocX? Ja, stimmt. Kann Bist ja du dann immer nur flexibel? entscheiden, sollte irgendwas nicht passen. Okay. Aber Genau. jetzt sehen wir auf der rechten Seite die Vorlage quasi mit diesem Platzhalter, mit diesem blauen, und auf der linken Seite das fertige Dokument. Genau, und da sieht man aber auch, es gibt so einfache Dinge wie da oben, den Adresskopf, da ist halt zum Beispiel der Name drinnen oder ähnliches. Man sieht aber da auch sowas, das sind 5 Zeilen und da sind es eigentlich dann nur 4. Da haben wir da so eine kleine Bedingung drinnen
Kennt man oft, Adresszeile 2 ist nicht befüllt, ja. Wenn befüllt, soll sie drinnen sein. Dann gibt es da einfach eine Bedingung vom Bereich automatisieren und da kann ich dann in dem Fall, schaut ein bisschen programmatisch aus, ist es aber eigentlich gar nicht, weil ich kann da sagen, ich möchte zum Beispiel in dem Fall, dass aus meinen Feldern die Adresse, wird mir gleich angezeigt, das ist zum Beispiel, da gibt es noch Adressfelder, und wir haben da die Adressline 1 zum Beispiel, die soll nur eingefügt werden, wenn sie ungleich leer ist. Okay. Jeder, der Excel quasi einfache Formeln kann, kann das auch. Ja, absolut. Und ja, damit geht es mal so mit Textdaten los, da wird es schon mal das erste Mal komplexer, weil da habe ich eigentlich dieses Word-Dokument vom SharePoint. Und da oben gibt es jetzt dieses Datenfeld einfügen. Wenn ihr da mal draufklickt, dann geht auf der rechten Seite wieder die gleiche Struktur, auf die wir ja gerade gesehen haben, mit CRM oben, aber auch da gibt es die erste SharePoint-Datenquelle und die ist vom Typ Word-Dokument und liegt irgendwo auf dem SharePoint. Wird somit an der Stelle eingefügt. Und das war schon quasi. Und damit habe ich ein komplettes Word-Dokument in ein Word-Dokument rein. Genau. Okay. Und eine Frage, die man an der Stelle auch aufbringen ist, kann eigentlich dieses Subdokument auch Datenfelder haben? Und das geht natürlich auch. Weil du kannst ja dann zum Beispiel, weil die AGBs haben jetzt normalerweise keine zusätzlichen Datenfelder, weil wäre ein einfaches Beispiel, die AGB ist einmal zentral irgendwo abgelegt, aber kommt in alle Dokumente rein. Und immer aktuell, kann die alten AGBs schicken. Genau, die legt das zum Beispiel in einem SharePoint-Ordner ab, auf den nur die Rechtsabteilung Zugriff hat, die wartet das entsprechend und das geht dann auch raus. Okay. Ja, das wirkt tatsächlich sehr einfach und intuitiv. So, dann haben wir da mal eine automatisierte Tabelle. Mhm. Da sieht man da auch schön, also ein bisschen mit der Maus. Meine Finger sieht man ja nicht in der Kamera. Stimmt. Und da sieht man da eine Zeile, das wird dazu 3 Zeilen. Ja. Und das ist ganz einfache Wiederholungen, die man eben machen kann in einem Dokument. Da gibt es da unten auch noch sowas wie zum Beispiel ein Fracht. Und da ist auch wieder auch so eine Bedingung drin. Und wenn die eingefügt ist, dann ist die ganze Zeile drin, sonst nicht. Das geht weiter unten mit unserem Excel-Beispiel. Okay. Dann haben wir da auch noch das PowerPoint, also auch wieder. Genauso eingebunden wie das Word. Genau, kann man mit Doppelklick drauf gehen. Da ist das PowerPoint. Okay. Ja, so zieht sich das Dokument so durch. Und perfekt. Die Datenquellen dafür gibt es da oben in Datenbank bearbeiten. Und da sieht man eben alle Datenquellen, die gehen. Da oben mit SharePoint, Web-Service-Integration, Word, AX, Finance and Operations, SAP, was auch immer man reinbekommen möchte. Und die zeigen nur ganz kurz exemplarisch eine CM-Datenquelle. Da kann man da draufklicken und dann hat man dann zum Beispiel eine Entität ausgewählt und da kann man dann sehen, welche Filter man reinliest, kann die da auch entsprechend filtern oder ähnliches. Okay. Das funktioniert im CRM so, das ist im Finance Operations sehr ähnlich, ist im SharePoint sehr ähnlich. Also alle die das in ihrer, wenn es nicht CE ist, in ihrer Datenquelle sehen wollen, bitte einfach dann nach dem Webinar auf uns zugehen, dann können wir da auch gerne einen individuellen Termin vereinbaren. Aber das waren jetzt sehr viele Datenquellen, wir haben jetzt CRM schon gesehen, wir haben den SharePoint schon gesehen, du hast jetzt aber auch schon gesprochen über NAV oder Business Central bzw. Finance and Operation, wie schaut es da aus? Ja, am besten, ich zeige es einfach kurz live. So, dann haben wir nämlich in unserer Rechnung hier. Okay, in Finance and Operations. In Finance Operations. Damit man es glaubt, dass es wirklich live ist, generiere es einfach nochmal neu. Okay. Also ähnliches System, wir sind da ganz normal in unserer Rechnung drinnen und da oben gibt es die Möglichkeit, ein Dokument anzudrucken, das ist ja der Standard, wie man kennt. Ja. Und da oben gibt es dann Original Preview und damit drucke ich jetzt in dem Fall mal mein Dokument an. Ich habe an der gleichen Stelle, wo ich vorher im SharePoint mein CE-Template hatte, ja auch dieses Finance and Operations Template haben wir gesehen. Genau, gleiches Prinzip wieder, kann das dort öffnen, kann das dort bearbeiten. Und bekomme in dem Fall dann hier zum Beispiel mein Dokument raus. So, das hat dann auch sowas wie einen Seitenumbruch. Hat auch, das ist zum Beispiel wieder ein Subdokument, das ist ein Angebot. Wenn zum Beispiel eine Angebotssumme überstiegen wird, nehme ich das mit rein in die Rechnung. Also der Flexibilität sind da sehr, sehr wenige Grenzen gesetzt. Und die Konfiguration, die es da im Hintergrund gibt, ist dann einfach wieder ein DOCS 42 Standard. Und da sieht man, jeder Report, der es im SSIS gibt, also wenn ich da oben auf New klicke, dann kann ich da alle Reports auswählen, die es im Standard gibt. Ja. Und auf die einfach dann sagen, bitte nicht mehr zu SSIS abbiegen, ab jetzt DOCS 42 abbiegen. Okay, super. Und damit sind wir im Standard drinnen und muss nur zusätzlich irgendwas herumprogrammieren. Das heißt, wir haben es jetzt gesehen, viele Backend-Systeme, die ich anbieten kann, aber auch im Frontend. Ich kann es aus CRM raus generieren, ich kann es aus Word raus generieren, ich kann es aus Finance und Operation raus generieren. Und das ist immer der gleiche Mechanismus im Hintergrund, dass ich im Word mein Template erstelle, die Datenquellen einbinden, die unterschiedlichen Dokumente einbinde und egal in welchem Programm
wenn ich dann drauf drücke, kommt mein DOCS42 Dokument raus. Absolut, und du hast gerade sehr richtig angesprochen. Bis jetzt haben wir sehr, sehr viel Word gesehen. Letztes Beispiel habe ich noch mitgebracht, und zwar das Ganze nämlich auch in PowerPoint. Da gehen wir wieder zurück zu unserem CM und da habe ich eine Verkaufschance und wieder sehr ähnlich, wie es davor schon war mit dem Angebot. Haben wir jetzt in dem Fall diese Verkaufschance und da möchte ich eine PowerPoint-Präsentation generieren. Gleiches Prinzip wieder, schauen wir da vielleicht ganz kurz rein in diesen SharePoint. Da ist ein Proposal-Template, okay. Da sind übrigens auch die Finance and Operations-Templates drin, die wir gerade generiert haben, mit E-Mail-Buddies und Ähnlichem. Da habe ich auch Output-Möglichkeiten im SharePoint drinnen, also ich kann auch zum Beispiel im Finance and Operations haben wir gerade ein Dokument generiert. Sortieren nach dem neuesten. So, genau. About a minute ago. Das wurde da einfach automatisiert abgelegt mit entsprechenden Metadaten. Und worauf ich jetzt ja hinaus wollte, war das PowerPoint, eben liegt auch da drinnen, kann ich natürlich auch wieder in SharePoint abspeichern. Und in dem Fall generieren wir das ganz einfach mal hier wieder so als Return, damit man es recht schnell sieht. Wir sind in dem Fall jetzt noch Teams unabhängig geblieben. Das Ganze kann man natürlich mit den neuen Möglichkeiten auch von Teams wunderbar in ein Teams reinhängen. Theoretisch könnte man das ganze Szenario, was wir da heute gesehen haben, zu 100% nur in Teams machen und man verlässt das Teams eigentlich nie und hätte dann zum Beispiel einmal so den Fachabteilungsteams oder ein Team, wo es um den Angebotsprozess geht, aber es gibt dann auch ein Template-Designer-Team und da kann dann zum Beispiel der in CRM arbeitet, der für Finance and Operations Templates arbeitet, der hat ja DOCS42 Know-how und ob der jetzt mal ein CRM-Template bearbeitet oder ein Finance Operations Template bearbeitet, ist für den noch nicht mehr so ein Unterschied, weil es geht um Logiken und so. Und da kann man das halt auch wieder verschlanken und vereinheitlichen. Okay. Also wir haben jetzt gesehen, knapp 30 Minuten und wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, weil ja quasi sich fast alles integrieren lässt. Wir haben jetzt auch noch einmal ein PowerPoint uns generieren lassen. Also Word generieren, das sieht man ja noch öfter, aber ein fertiges PowerPoint, das quasi angepasst ist und Informationen aus dem CRM zieht, das ist schon was Besonderes und das spart ja auch wieder viel Arbeit in der Generierung. Super. Ja, wie gesagt, nur die Oberfläche von dem Ganzen, wo wir jetzt daran gekratzt haben. Wir stehen natürlich noch auch später für weitere Fragen zur Verfügung, haben aber auch von den Teilnehmern Fragen bekommen, die ich jetzt zum Abschluss noch abarbeiten möchte. Wir haben über unterschiedliche Datenquellen gesprochen und da ist jetzt die Frage, wie viele unterschiedliche kann ich denn einbinden? Vielleicht schauen wir da noch mal, genau, du hast im Word gezeigt. Noch geteilt. Ja, genau. Du hast im Word vorhin gezeigt, quasi wie du in den oben Datamap Designer, welche das da gibt. Ja? Genau, und da haben wir im Endeffekt von Datenbanken, klassische Systeme, Excel, Webservice. Webservice-Seite können wir XML, REST mit JSON, auch natürlich REST oder auch Soap-Services integrieren. Okay. Ja, ist schon sehr technisch, sehr, sehr aber flexibel, die sich auch keine wissen, was du meinst, genau. Okay. Dann haben wir da verschiedene Varianten, auch noch in die ERP-Systeme, eben mit NAV haben wir auch das Integration, auch natürlich schon mit PC. Also da gibt es sehr viele Standarddatenquellen. Das passt auch perfekt zur nächsten Frage, die da gekommen ist. Ist es möglich, Konnektoren zu Systemen zu bauen, die nicht im Standard dabei sind? Und was muss man dafür können? Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, Legacy AS400, sage ich jetzt mal. Und ich möchte das aber anprogrammieren. Ja. Geht das? Ja. Gibt's? Also es gibt auch mit AS400 Integrationen. Gibt es sogar schon im Standard oder muss man dazu programmieren? Gibt es auch im Standard dann über die Webservice-Integration. Ach so, okay. Also da kann man im Endeffekt das dann auch rausziehen. Und wir haben sowohl inputseitig als auch outputseitig eine Custom Action, die man auf Basis von C# programmieren kann. Ah, okay. Das sind ein paar Lines of Code, dass man auch Sondersysteme integriert, wenn es überhaupt ein Sondersystem, also wenn es überhaupt so eine Custom-Schnittstelle braucht. In vielen Fällen haben wir immer wieder mal so ein bisschen exotischere Systeme dabei, die man über Webservice-Schnittstellen integrieren kann. Und ja, da bitte einfach, wenn das System dabei ist, das auch integriert werden soll, einfach auf uns zugehen. Okay. Dann prüfen wir das kurz. Vielleicht ist für euch sogar interessant, genau, dass ihr also diesen Standard übernehmt. Ja. Auch die zusätzlichen ERP-Datenquellen. Ursprünglich war ja mal der SharePoint unsere Basis, die Herkunft. Und so ist es dann auch sukzessive gewachsen, weil einfach die Anforderungen immer wieder kommen sind. Das wäre ja cool im CM. Und so ist aus einer Custom Data Source dann eben von der CM-Datenquelle geworden und so weiter. Okay. Jetzt wird noch eine Sache eingefordert, die wir zwar schon kurz angesprochen haben, aber jetzt nicht mehr beantwortet haben, und zwar die Lizenzierung von DOCS42. Wie funktioniert das? Ja, also es gibt auf der einen Seite eben den Designer, den wir gerade gesehen haben, für Word, Excel und PowerPoint. Da kann man sich entscheiden, möchte man nur Word oder nur Excel oder nur PowerPoint oder gemeinsam.
Das haben dann meistens irgendwie 2 bis 10 Personen, dass die ihre Dokumente designen können. Ja, genau, die Templates erstellen. Ja. Genau, und dann gibt es den DOC42-Server, der auch wieder diese Unterscheidung hat mit Word, Excel und PowerPoint, wenn ich es zum Beispiel nur für Word möchte. Und der ist dann lizenziert pro Serverinstanz, kann aber da beliebig aufgerufen werden von außen. Und dann hat man zum Beispiel, wenn man Produktivsystem und Testsystem getrennt hat, 2 DOC42-Server, zum Beispiel mit Enterprise oder auch Lastenverteilung ist immer wieder Thema. Und ja, natürlich gibt es auch eine Cloud-Variante von uns. Okay, das hätte ich jetzt gefragt, das Modern Workplace verantwortlich, da gibt es auch eine Cloud-Variante. Genau, absolut. Gibt's auch. Okay. Ja, es gibt eine Cloud-Variante, die ist ganz normal auf Azure gehostet, hat ein Limit von 100.000 Dokumente pro Monat. Ja, wenn jemand mal darüber kommt, dann kann man eben noch entsprechend aufstocken. Aber ja, also da kommen wir performance-technisch auch, ist da jetzt ein anderes Thema, aber performance-technisch so 100.000 Dokumente in der Stunde sind bei uns auch gut möglich. Okay. Also die, die richtig Last auf einen Server bringen wollen, können das auch mit so Versicherungspolizen oder solche Sachen, die haben da der Klassiker viele Dokumente in kurzer Zeit quasi, die rausgehen müssen, da wird das gut passen. Ja. Oder so diese Standardrechnungsprinzipien, irgendwie 1 Million aus dem SAP rausgenerieren über Nacht. Das ist ein großer Stapel Papier. Wenn man es druckt, hoffentlich verschickt man es dann wieder. Genau. Aber es ist auch wieder schön, ich denke, zum Beispiel bei uns jetzt, weil wenn die zu dem Print-Thema, angenommen, ich würde jetzt wissen, der eine möchte es Print, der andere möchte es per E-Mail haben, dann kann ich das technisch an Bedingungen knöpfen und DOC42 zum Beispiel pickt dann einmal an den Drucker ab und einmal aber ins E-Mail ab, habe da auch die Automatisierung der Systeme. Ausgezeichnet. Johannes, ich danke dir ganz herzlich, wir sind am Ende der Zeit. Meine Damen und Herren, was Sie sehen, ein Partner zum Anfassen, das ist bei uns sehr wichtig, wir legen sehr großen Wert darauf, dass wann wir uns Technologiepartner ins Haus holen, die tatsächlich auch greifbar sind und nicht irgendwo sitzen, sondern so, dass sie zumindest in unserer Zeitzone sind, dass wir guten Support bekommen. Ich meine, bei euch ist es eine besondere Sache, weil ihr seid irgendwie da drüben, 2 Straßen weiter, also das ist tatsächlich sehr nahe und das freut mich auch, dass wir dieses Webinar gemacht haben und im April auch ein weiteres machen werden, wo wir dann noch stärker eingehen auf dieses ganze Thema Datamap, unterschiedliche Datenquellen und dann mal schauen, was kann man da so alles machen mit DOC42. Ja. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen zum nächsten Webinar. Da geht es auch ein bisschen in die Richtung, aber eher in dieses Thema Low-Code-No-Code-Solutions mit Power Apps. Wie kann eine Fachabteilung, die IT-affin ist, auch auf unterschiedliche Daten zugreifen und Applikationen zur Verfügung stellen? In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Schöne Grüße aus Wien. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wiederschauen. Tschüss.